Naja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier wird. So. Ja, aber ich hoffe, das geht. So, warte mal, das Haus muss man ja sehen. Ja. So, sind gerade zurück. Ja. Muss mal, also, was ich. Da hinten ist Jenny. Jenny! Jenny Mausi! Ist jetzt mal wurscht. Ich wollte ja erzählen. Ja, also. Ich war bei dem Spezialisten. Natürlich, Japet, wie beim ersten Mal Probleme. Der wollte, also nicht er, sondern seine Helfer da, Helferinnen, Arzthelferinnen, so nennen die sich wohl, wollten wieder mir die 10 Euro nicht geben. Und mir die Schuld in die Schuhe schieben, ja. Warum die jetzt keine Überweisung? Ich meine, hat mir jetzt keiner was gesagt. Verstehen Sie? Ja, habe ich gesagt, ja. Sonst wäre ich doch vorher hingegangen und hätte die Überweisung geholt. Ja? Ne? Naja, die haben doch zu mir gesagt, sie brauchen nur die Quittung und keine Überweisung. Außerdem müssten sie ja eigentlich eine haben. Ja? Dachte ich. Ja? Naja, na jedenfalls, da kam dann auch so eine Älterin, bei der hatte ich schon beim ersten Mal so richtig Stress. Ja? Da wollte der mich schon ja nicht mehr behandeln, ja, weil ich musste ja die 10 Euro bezahlen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte der mich nicht rangenommen an dem Tag, weil ich da zu laut war, ja, durch mein ADHS da, ja. Mein Einzelfallhelfer war auch dabei, ja. Diesmal war ich alleine, ja. Kein Problem, ja, dachte ich, ja, denn da war ja die Rede davon, dass die wenigen Quittungen ausreichen. Ja, also habe ich zu den netten Damen dann, als denn die Dritterin kam, habe ich dann erstmal ja nichts mehr gesagt, außer eben man kann ja meinen Hausarzt anrufen. Das hat man dann getan, nachdem man mich dann hat erst wieder ewig hat warten lassen, mit Absicht natürlich, ja, obwohl ich gesagt habe, ich bin schon gestresst heute, ja, bin schon ganz schön drauf, weil ich überhaupt hierher kommen muss und mir das Geld holen muss, was ich eigentlich ja nicht so wollte. Das wollte ich, das hat ja schließlich gehört es ja dem Einzelfallhelfer, mit dem habe ich das ja vorher abgesprochen, ja, ob er auf die 10 Euro erstmal verzichten kann, da ich ja nicht weiß, wann die mir jetzt vom Dreher da Geld überweisen, ja. Ne, was soll ich euch sagen, hat geklappt. So, dann fahre ich zurück, ja. Und ihr hier, in meinem Einkaufsladen, wo ich bald nicht mehr einkaufen gehe, weil mir das jetzt zu stressig wird. Ja. Nirgendwo reden die nur Deutsch. Ja. Und man wird behandelt wie der letzte Arsch, ja, von diesen Ausländern. Ja. Die denken alle, die können sich alles erlauben. Ja. Und ich bin kein Arsch und ich werde in Zukunft woanders einkaufen gehen, ganz einfach. Ja. Und was soll ich euch sagen, wer mir da entgegenkommt? Ey, voll geil! Ja, die Frau vom Zigarettenladen, wisst ihr noch? Könnt ihr euch daran erinnern? Die wollte ich ja eigentlich anzeigen. Ja, aber ich lasse das. Ja, ich glaube, die Polizei kommt schon von alleine dahinter, dass sie Verbrecher sind. Ja, da brauche ich gar nichts mehr zu tun. Ja, und jedenfalls quatscht die mich an, wa? Und will mit mir reden. Muss man sich mal vorstellen. Die will mit mir Tatsache reden. Die hat mir immer misstraut. Immer. Von Anfang an. Jahrelang hat die mir immer misstraut. Ja. Ich frage mich, warum die mir misstraut hat. Ja. Heute weiß ich das. Ja. Und ich werde dafür Sorge tragen, dass die da nicht mehr glücklich werden, der Zigarettenfritze da. Ja. Da könnt ihr sicher sein. Auf die eine oder auf die andere Art. Das ist scheißegal wie, aber ich mach das. Ja. Weil hier in der Straße bin ich der Chef und niemand sonst. Ja, ist doch wohl ganz klar. Ja, ne? Wir müssen doch mal sehen, wenn die hier einkaufen hier, was da los ist. Voll geil. Jeder traut sich das Maul mehr aufzumachen. Alle kuscheln sie. Ja. Ja, so ist das. So wollte ich das ja auch haben. Ja, jetzt muss ich noch den Spezialisten da. Da weiß ich noch nie, ob ich da in der richtigen Praxis bin. Ja, aber das stellt sich noch raus, ja, weil ich habe ja immer gesehen, was mir gefallen hat. Nur ist es ja mit dem Loben, meistens lobe ich immer zu früh, ja. Deswegen warte ich mal mit dem Lob noch ab, aber ich habe den Verdacht, ich habe gesehen, der ist so wie Dr. Auerhahn. Der legt sich,
für die Patienten, auch mit den Behörden, mit seiner Klientel, der legt sie mit alle an. Gnadenlos. Und das finde ich dann schon gut, ne? Zum Wohle des Patienten. Ja? Ne? Dann finde ich das in Ordnung. Ja? Aber das weiß ich noch nicht. Ihr wisst, ja, ich gelobe nicht mehr so früh. Ich habe die Schnauze voll davon. Ich werde immer enttäuscht. Ja, meistens stellt sich raus, ist überhaupt ja nicht so gewesen. Der ist das Lob ja nicht wert gewesen. Ja, und deswegen, ich als Irrer, ja, kann sowieso reden, was ich will. Und mache auch, was ich will. Ja, weil, wie schon gesagt, einsperren kann man mich nicht. Ja. Ist völlig undenkbar. Wie will man Freiheit, also jemand, der frei ist, wie will man den einsperren? Das ist einfach unmöglich, aber das macht ja nichts. Das brauche ich ja nur. Das ist so geil. Das muss ich ja nicht jedem erklären, ja, wie ich das meine. Ich sage es mal so: Kinder, passt alle auf. Es gibt Gedankenpolizei. Könnt ihr glauben oder nicht? Ja, mir wurscht. So, das war jetzt für heute mein letztes Video, weil reicht. Ja, ich habe jetzt Feierabend. Morgen geht der neue Job los. Ja. Und nochmal an den Schulleiter. Ich hoffe, wir kommen nochmal zusammen. Ja. Seien Sie ein Mann und nicht so ein Weichei, wie ich vermute, ja, weil liberal ist ja schön, ja, aber zu liberal ist schädlich, auch für Kinder, ja, denke ich, weil Kinder brauchen Grenzen, ja, so ist das, ja, nicht, sonst wären das alles Weicheier, ja, und Weicheier gibt es schon genug auf der Welt, ja. Ja, ne? Reichsbürgerlich, oder? Ja, nicht? Ist genug davon. Ne? Jetzt müsste mal wieder ein bisschen mehr Zucht und Ordnung kommen, oder? Ist meine Meinung. Ja? Also, die Behörden tun, was sie können, ja? Aber die Politiker lassen sich verarschen von jedem. Ja? Von jedem lassen die sich verarschen. Ja? Und das würde ich eben nicht, wa? Bei mir wäre das anders. Ich würde anfangen zu sagen, ey, passt mal auf, ihr könnt mich mal. Ja? Erstmal kommt mein Volk dran. Ja? Und dann kann ich sehen, was ich für die anderen Völker übrig habe. Ja? Ja? Ich meine, ich brauche keine Armee oder irgend sowas. Ja? Ich finde, ich bin der Meinung, man sollte die abschaffen. Alle. Aber auf der ganzen Welt. Ja? Müsste man die Waffen vernichten. Ja? Warum? Ja, erstens kann man keinen Tod machen, ist unmöglich. Ja? Und zweitens, man tötet einen Verwandten. Ja? Aber ich weiß nicht, warum das keiner kapieren will. Das ist egal, ob der schwarz, braun, gelb oder sonst irgendwelcher Rasse ist. Das spielt überhaupt ja keine Geige, Mann. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen muss. Ja? Wenn ich einen Schwarzen aufschneide, ja, dann sieht er von innen genauso aus wie ein Weißer. Ja, also, was ist los? Ja, hört auf mit dem Rassismus. Ja, und hört auf, Waffen zu bauen. Ja, das wäre doch mal was. Ja, ihr scheiß Politiker, Mann. Ja, ihr redet nur dumme Zeug, Mann. Was macht ihr schon? Ihr lasst alles so, wie es ist. Und es wird schlimmer. Immer mehr Schulden, immer mehr Schulden. Wo jeder Mensch weiß, aus Schulden ist noch nie was Gutes gekommen. Noch nie. Ja, ich habe das noch nie gehört, dass aus Schulden irgendwas Gutes erwächst. Und wir machen weiter Schulden, 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 Schulden. Der Staat macht das vor. Ja, ihr seid die Verbrecher, Mann. Ja, ihr verschuldet, ihr macht ohne zu zocken, ja, macht ihr Schulden. Und wer soll denn das bezahlen, Mann? Wer, frage ich. Die nach uns kommen. Na toll. Als ob die nicht schon genug zu tun hätten. Ihr müsst mal heute in die Schule gehen, was die heute lernen müssen. Ihr seid doch so verrückt, Mann. Ja, ihr könnt euch alle nehmen. Ja? Aber Gott sei Dank bin ich ja ein friedlicher Mensch. Nicht wahr? Und vor allen Dingen bin ich gewaltfrei. Ja? Darauf kommt es ja an. So, 9 Minuten habe ich euch schon wieder mit blödem Zeug zugelabert. Das reicht ja jetzt. Ne? Jetzt mache ich Feierabend auch wirklich für heute. Ja, ich muss ja morgen früh raus um 10.
Ja, und dann geht es ab in den neuen Job, ne? Da bin ich mal gespannt. Ich werde darüber berichten. Ja? Alles klar, bis dann. Tschüss.